Mit dem heutigen musikalischen Gruß machen wir einen kleinen Ausflug in die Salonmusik. Die sogenannte Salonmusik wurde seit Beginn des 19. Jahrhunderts in den Salons von privaten, bürgerlichen Gesellschaften gepflegt. Oft waren es virtuose oder auch sentimentale Musikstücke, die zur Unterhaltung der Zuhörer im Salon dienten. Als wichtiger Vertreter der Salonmusik gilt Moritz Moszkowski, ein Klaviervirtuose, Dirigent und Komponist polnisch-jüdischer Abstammung. Er lebte in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Meine nebenamtliche Kollegin Angelika Dehnen und ich spielen nun zwei Sätze zu vier Händen. Um den Mindestabstand einzuhalten, haben wir unser Klavier in den Kirchenraum geschoben. Wer möchte, kann zur Musik gerne auch sein Tanzbein schwingen.